wem zum Flak redest du da? Ich mache mir geistige Notizen zu den Ermittlungen. Es scheint mir wichtig, dass einige Rettungskapseln fehlen. Wer erinnert ihn daran, dass er einen Energieverteiler sucht? Peter Quill, du musst einen Energieverteiler suchen. Schon klar. Ich muss erst mal mit der Steuerung zurechtkommen. Der Hund erwähnte eine seltsame Übertragung, aber ich höre nichts. Vielleicht auf einer höheren Frequenz. Eine, die nur Köter hören. Hast du die Wände überprüft, Peter? Bin schon dabei. Zwei im Cortex gemacht. Wir kamen von einem Job zurück, einem erfolgreichen. Aber warum zurück nach Nowhere, als ihr das wirklich aufhören wolltet? Der Kunde war dort. Ich und Kurt mussten unser Geld holen. Genau. Ja, blöd. Wir können ja hier gucken. Mach in Gefahr, Mission. Cosmo hier. Keine Sorge. Eine präzise Imitation. Ich bin beeindruckt. Der Köter benutzt uns als Sündenböcke. Auch mal hier, vielleicht. Okay. Ich hab hier zwei Verteiler. Sag ihm, er soll sie einschalten. Danke, Kumpel. Es passiert nichts. Gamora, er soll die Energieversorgung prüfen. Ist leer. Dann soll er eine Batterie suchen. Hast du gehört? Ja, ja. Mama, Heute so. Noch, Peter? Ja. Die Ermittlungen gehen erst weiter, wenn wir diesen Raum verlassen. Sonst noch jemand der Ansicht, dass Rocket die Raketenstiefel haben sollte? Mama, ich muss hier runter, oder? Sag ihm mal jemand, wonach er sucht. Peter Quill, du sollst nach... irgendwas suchen. Einer Batterie, damit wir die Drecksschwerkraft einschalten können. Ja, ich will ja da... Ich komme nicht rein. Aber warte mal. Wie kam es zu eurer Verhaftung, Rocket? Das war Absicht, ihr drei wart in Schwierigkeiten, also wollten wir euch raushauen. Das ist eine dreiste Lüge. Hat Kuni Lord schon eine Batterie gefunden? Wir schweben noch, also nicht. Ich bin überrascht, dass du verhaftet wurdest. Aber ist das die Batterie, die wir brauchen vielleicht? Die Oberhand. Sie haben auf uns gewartet. Wir hatten nie eine Chance zur Flucht. Vielleicht das, was wir brauchen? Dann nimm sie doch mit. Okay. In einem Tick habt ihr wieder Boden unter den Füßen. Okay. Okay, ich hab ne Batterie. Hat auch lange genug gedauert. Hey, ich versuch's ja, Mann. Und wir schweben immer noch. Vielleicht brach die Übertragung ab, als der Strom ausfiel. Kundebericht. Kein hörbarer Beweis einer Übertragung. So, Moment. So. Okay, die Batterie ist eingebaut, Gamora, aber es passiert nichts. Echt jetzt? Ich bin gut. Na schön, ich sag's ihm. Hör zu, Bullenfreund. Sag mir, was du siehst. Da ist ein blauer Draht und zwei Anschlüsse, gelb und rot. Und ein großes grünes Ding. Lass das grüne Ding nicht an! Kein guter Zeitpunkt zum Schreien, Mann! Okay, okay. Steck zuerst das Kabel in einen der Anschlüsse. Wir brauchen nur Starthilfe. In irgendein? Wird schon schief gehen. Oh, verdammt!
Oh oh. Du hast das grüne Ding angepasst, hab ich recht? Große Klasse, Quill! Haltet euch irgendwo! Nein! Tot. Nein! Du hast das grüne Ding angepasst, hab ich recht? Große Klasse, Quill! Haltet euch irgendwo fest! Alter Verwalter. Schwerkraft wurde nicht wiederhergestellt. Du hattest eine Aufgabe, Quill. Ich hab genau das gewonnen. Was Peters Waffen wohl noch alles können? Dürfte ich sie mir ansehen, könnte ich's dir sagen. Beeindruckend, Peter Quill. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. Ich auch nicht. Diese Schusswaffen werden immer beeindruckender. Das ist schon ihre zweite Transformation. Die dritte. Wenn das die dritte war, wann war dann die erste? Am Tag meiner Entführung, als meine Mom starb. Drücke, um Bildschirm auszufeuern, elektronische Geräte zu betreiben. Dazu müssen wir diese Trümmer aus dem Weg schaffen. Sollen wir Cosmo anrufen? Ihm sagen, was wir bisher gefunden haben? Was meinst du mit Codewort? Na schön, Groot ruft den Köter erst dann, wenn wir uns auf ein Codewort einigen. Könnte nützlich sein, falls wir auf dem Schiff in Bedrängnis geraten. Wie wär's mit Quill Will? Das Codewort lautet Sternenritt. Und wir sollten Cosmo erst anrufen, wenn wir wissen, was vor sich geht. Außerdem sollten wir unsere Benutzung von Hundebefehl vereinheitlichen, um wichtige Informationen für unsere Ermittlungen hervorzuheben. Ja, ganz bestimmt, Kumpel. Hundebericht. Etwas hat das Novacor veranlasst, das Schiff zu verlassen. Vielleicht haben sie alle gekündigt. Nicht jeder gibt gleich auf, sobald mal was schief läuft. War das eine Spitze? Nein, eine deutliche Kritik. Ich bin Groot. Können wir uns darauf konzentrieren, was hier passiert ist? Ich bin dafür, die Ermittlungen für den Hund haben Priorität. Und wir müssen rausfinden, was mit Corell und Nikki ist. Genau. Das ist der einzige Ausweg, aber die Tür hat keinen Saft. Liegt wohl auf einem anderen Stromkreis. Kannst du den Strom nicht umleiten? Ich bin nicht der mit den Elektroknarren. Hätte ich Units, würde ich wetten, der Köter wusste, was uns hier erwartet. Er musste uns nicht lange überreden. Aber man. Wer waren die roten großen Kerle, die du bekämpft hast? Zwei Idioten, die sich Blood Brothers nennen. Lady Hellbender hat sie geschickt. Ist sie etwa immer noch wütend? Der Zorn der Monsterkönigin ist grenzenlos. Schließe mit dem Schutz. Habe ich doch den Blitzschuss? Das ist nicht gut. Was war das? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt ein paar lose Zähne. Hä? Wahrscheinlich muss ich erstmal. Ja, das kommt doch hin. Das müssen wir doch befeuern, oder? Erzähl mir mehr über diesen Job, Naga. Warum? Ich versuche, Gemeinsamkeiten mit dir zu finden. Ich glaube, in deinem Hirn ist immer noch keine Schwerkraft, Kumpel. Was mache ich denn falsch? Habt ihr das auch gespürt?
Oder so. Das kann aber nur das sein. Dran, schieße mit dem auf elektronische Verbindungen. Das ist die Lösung. Ah. Warum passiert das immer wieder? Da, alle gespürt, oder? Yep. Genau wie als ich versucht habe, die Schwerkraft wiederherzustellen. Er ist doch nie an etwas schuld, oder Groot? Das. Sieht aus wie das, was auf dem Rock passiert ist. Es wurde verzweifelt versucht, eine letzte Verteidigungsposition zu halten. Gute Engstelle dafür. Alle Blasterbrandspuren stammen von Nova-Standardgewehren. Wenn das ein Kampf war, wo sind dann die Leichen? Das stimmt. In dem Evakuierungshangar waren auch keine. Vielleicht sind alle entkommen. Darauf würde ich nicht hoffen, Peter. Okay, wir müssen in Corells Büro gelangen. Kann jemand Quill sagen? Komm schon, Mann. Können wir nicht einfach direkt miteinander reden? Okay, du weißt schon, dass deine Freundin es wahrscheinlich nicht geschafft hat. Jetzt bist du einfach nur gehässig. Nach wie vor nur Notstrom. Kundengericht. Stromausfall in mehreren Bereichen des Schiffs. Was haben wir übersehen? Ich wusste, den kann ich brauchen. Woher hast du einen Nova-Generalschlüssel? So. Nikki hat ihn mir gegeben, damit ihre Mom nichts merkt. Wir könnten ihn verkaufen. Der ist bestimmt ein paar tausend Units wert. Weißt du eigentlich, was das Nova-Corps mit Leuten macht, die sie bestehlen? Ich bin Groot. Sieh dich um. Wie viel willst du wetten, dass es nicht mehr genügend Novas gibt, um uns hinzurichten? Achso, das haben wir ja alles. Vielleicht hat Lady Hellbender eine Bestie geschickt, um uns Ladungsverbrauch. Ach ja? Und woher sollte sie wissen, wo wir sind? Es heißt, die Monsterkönigin habe überall in der Galaxie Augen. Übrigens, wegen meiner Gehaltserhöhung. Ja, ja. Da quatschen wir nochmal. Ich frag mich, ob sie was finden werden. Eine Möglichkeit, den Strom wieder einzuschalten? Oder ein Hinweis darauf, was passiert ist. Oh nein. Bitte nicht. Erkunden wir jetzt Wartungstunnel? Kann nicht schaden, oder? Besser alles überprüfen, als was übersehen. Ich finde nur, dieser Ort wirkt nicht sehr sicher. Ist nicht so besonders. Das ist gar nicht gut. Okay. Oh Mann. Kundebericht. Merkwürdiges Rumpeln auf Schiff geht weiter. Könntest du deine Berichte gedanklich speichern? Genau das mache ich doch. Er meint... vergiss es. So. Ich wünschte, ich würde mich auf der Wanne besser auskennen. Dann könnten wir rauskriegen, wo es angefangen hat. Weißt du, wo wir sind, Gamora? Nicht wirklich. Nova hat mir nie wirklich Freiraum gelassen. Sie hatten gute Gründe, dir nicht zu trauen. Schon wieder? Ich habe nur gesagt, dass Novas Misstrauen dir gegenüber berechtigt war. Da je länger wir streiten, desto mehr könnten wir übersehen. Überaus inspirierend. Hast du das von einem Platzdeck? Ich sage nur, dass wir bis zum Hals drinstecken und zusammenarbeiten müssen, um wieder rauszukommen. Hundebericht. Bisher kein Anzeichen von Leben. Hast du das nicht schon notiert? Eine Wiederholung schadet nicht. So. Oh. Okay. Dann müssen wir wieder hochkommen. Ich finde es seltsam, dass dieser Bereich verlassen ist. Kein Wunder, dass wir im Dunkeln rumstolpern mussten. Whoa, ho, ho. Du bist ja ein heißes Gerät. Hör auf zu flirten, Rocket.
Soll der verkehrt rum sein? Ach, nur wenn du die gesamte Energie des Schiffs durch die Decke ableiten willst. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es muss einen Grund dafür geben. Einen fiesen. Versuch mal die Konsole. Damit können wir den Kern reinvertieren. Oder deinvertieren. Divertieren? Rocket. Die Konsole ist gesperrt, weil die Befestigungsarme eingezogen sind. Wenn wir sie aus den Seitentafeln fahren, können wir den Kern umdrehen. Aha. Quill, hör auf rumzuflaken. Ohne die Arme funktioniert es nicht. Es ist soweit. Jetzt kommt's. Dass Peter Quills Maske uns mit ihrer geheimnisvollen Macht leitet. Daran ist gar nichts geheimnisvoll. Huh. Ohne Strom scheinen die Arme festzusetzen. Ich wette, wir könnten sie kurzschließen. Wie? Hier muss irgendwo eine Energiezelle sein. Aha. Wir müssen die Arme rauskriegen. Ja, ich arbeite daran. Ich könnte dich höher raufbringen, dann siehst du besser. Ja, wäre nicht schlecht. Wie war das nochmal mit denen? Hab's komplett verpeilt. Da oben müssen noch mehr Maschinen sein. Ah ja. Gamora, hilfst du mir mal? Natürlich! Genau. Hier sieht's gut aus. Weil du fragst. So. Hier oben ist definitiv was. Offensichtlich. Das hat nicht funktioniert. Was machst du da oben? Experimente. Ja, es hat geklappt. Weißt du, diese Dinger kann man höchstens als Werkzeuge benutzen, aber nicht als Waffen. Netter Versuch. Entsperren wir den anderen. Okay. Okay, Gamora. Machen wir uns an den zweiten. Okay. Und? Genau hier. Bin dabei. So. Also. Okay. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir... Oh, Mist! Oha. Drücke Kreis... Also Steuerkreuz nach oben, um den Blitzschuss auszurüsten, okay? Leute! Wir kriegen Besuch! Ja, es sind mehr von diesen infizierten Freaker. Ich hatte gehofft, wir finden hier das Nova-Core, aber doch nicht so! Jetzt wissen wir, wer den Kern invertiert hat. Aber warum? Das ist deine Chance, Gamora! Feuergefechte an dem Schiffsreaktor machen mich etwas nervös! Wenn ihr explodiert, geht uns und geht der wenigstens mit uns unter! Nova-Core anzugreifen, könnte uns die Strafe erhöhen. Mach sie fertig! Und kontrolliert uns später eine weiße Weste! Ich hasse den Umgang mit Fanatikern! Horrorfilmregeln, Leute! Um zu überleben, ist alles erlaubt! Vorsicht, die packen die großen Geschütze aus! Na, endlich sprechen sie meine Sprache! Ich weiß nicht, was mich mehr nervt. Das Nova-Weltraum-Tor oder der Nova-Weltraum-Kult? Das ist das Nova-Tor ohne Zügel! Peter Quill, entfessle dich gegen diese Narren! Was jetzt, Peter?
Diese Abtrünnigen geben nicht nach! Definitiv nicht das Novacro, das ich zu finden hoffte! Wenn du einen blöden Helm siehst, schieß auf den blöden Helm! Was jetzt, Peter? Stirb, ehrenvoll! Langsam glaube ich, es war dumm von uns, diesen Deal einzugehen. Bring wir es einfach hinter uns! So. Kommt das in unser Strafregister? Sie haben uns angegriffen. Sie haben ein Recht auf Selbstverteidigung, oder nicht? Diese Schlacht war zu früh. Der Funkstein hat aufgehört, als wir den Reaktor von der Decke weggedreht haben. Wir müssen nach oben und den Grund ermitteln für den Hundebericht. Rocket, was sagt dir die Konsole? Dass du uns die Ehre geben solltest. Okay. Okay.